Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sinking City. Der gute Mann hatte uns zwei Quests gegeben. Die werden wir dann gleich. Hey! Falscher Knopf. Sorry Doc, ich wollte W, hab E und so, ne? Und dann, naja. Ja. Lass mal schauen, was hat er denn eingezeichnet? Muss er das eingezeichnet haben? Ich gebe Ihnen die Adresse. Es kann ja nur das hier sein, oder? Ne, das ist Rathaus. Ja und? Hauptquartier? Adresse und so? Was? Ich dachte. Fallmappe? Hier. Feldstudio. Dr. Grant von Oak Mounter. Krankenhaus. Interessiert sich für die Wildbeester. Mit der Erforschung ihrer Herkunft und Verhaltensweise hofft er, die Anzahl der Todesopfer und Verletzten in der Stadt künftig zu verringern. Da er bei einem Patienten im Krankenhaus bleiben muss, willigte ich ein, die Feldstudie für ihn zu übernehmen. Natürlich gegen Bezahlung, ja. Ja, und die Frage ist halt, wo ist der Kerl? Eisiger Empfang. Geschlossene Fälle habe ich wahrscheinlich. Ja. Dr. Grant bat mich darum, einen Laden in der Windheim Street südlich des Polaris Road im Zentrum des Bezirkes Salvata Harbor, da wollten wir ja eh hin, aufzusuchen. Bereits vor der Flut wurde der Besitzer in seinen Träumen vom Monsterheim gesucht. Gut. Möglich, dass er etwas über diese Kreaturen weiß, daher sollte ich ihn befragen. Macht es, Baby, aber da war er. Der Mann, der starb und sich in ein Monster verwandelte, wohnt in der Moorland Road zwischen der Hicks Lane, Hicks, und der Benevolent Tides Road. Im östlichen Teil des Bezirkes. Ach, alles da drüben, ne? Da wollen wir ja dann mal dahin. Hey, Dr. Grant. Ich werde das machen. Okay. Wo gehen wir zuerst? Ich glaube, zu dem. Der ist Polaris Road. Windheim Street südlich der Polaris Road. Windheim Street südlich der Polaris Road. Windheim sieht Polaris war irgendwo da oben, gell? Polaris. 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 Ah, hier. Genau hier. Wie kann man das setzen? Eine Markierung setzen? Tick. Dieses. Wo setzt du denn das hin? Ich wollte es nicht hier. Ich wollte es. Wie kann man das wieder wegnehmen? Editen, Spielzeug, Kompass. Ich willige. Wie kann man den Scheiß jetzt wieder wegmachen? Editieren. Ah ja. Löschen. Denn ich will hier hin. Hier hin. Markierung setzen. Klick. Und die andere Straße war. Gib mir die Fleppe. Die andere Straße war zwischen Moorland Road and Hicks Lane. Moorland Road and Hicks Lane. Moorland Road. Boah, jetzt ist es wieder. Moorland Road and Hicks Lane. Maple. Smith. Wo ist denn hier die X-Lane? Fischer. Observant. Okay. Moorland Road. Das war doch auch hier, Salvata hat er geschrieben, oder? Dann halt nochmal.
Der Mann starb als Mutter, Herr Wandel, wurde der Mörder und Hicks Lane in den Benevolentride, östlichen Teil des Bezirks. Östlich, das kann ja nur hier sein. Ja, Cover! Da ist die Fritz O'Callaghan Street, die wo ich vorher gesucht habe. Ich dachte immer, das ist eine Grenze von dem Bezirk. Aha, es ist in Fritz O'Callaghan, ja. Fritz O'Callaghan, wie weit geht denn die Fritz O'Callaghan? Da ist die Lady Coven Avenue, Fritz O'Callaghan. Na, ist ja wurscht, jetzt gehe ich erstmal hier hin. Danke, Doc. Erstmal plündere ich euch. Ihr habt bestimmt Sachen für mich. Ich halte mich viel zu lange auf mit Suchen. Loch und so? Was machen die da unten? Schweinereien oder was? Hört sich aber nicht so an. Mach doch nicht immer so einen Scheiß! Hallo, ich bin der Doktor. Mein Name ist Dimitri. Ich habe hier Elektroschock-Therapie für... Clear Water. Ah. Na? Jetzt habe ich einen Toten. Schießes Pulver. Allein schon deswegen muss man überall nachgucken. Zwecks Pulver und Schießen und Plünderung. Immer diese Zeichen drauf. Was hat's mit den Zeichen auf sich? Ah ja. Wo war dieses Loch? Wo der da rumgestöhnt hat? Okay. Das ist dieselbe Tür. Ich bin neugierig. Ich will... Doktore! Wo war das Loch? Hallo Doktor. Ich glaube hier, oder? Wo war denn nun das Loch? Ah ja, hier. Ja, okay. Das Geräusch von oben. Bauchschmerzen? Oh. Oh, mein Magen. Ich werde nie wieder Blutegel essen, nein, Sir. Mensch, Mädchen. Dafür beklaue ich dich jetzt. Gracias, Senora. Muchas gracias. Blutegel hat sie gegessen. Ah, was haben wir denn hier? Ein Heizkörper davor. Auf der Tür! Was ist denn da drin? Ich mach ein bisschen Randale, Mädchen, nicht wundern. Knister, knister. Das Scheißhaus, pfui. Oh.
Der geht es nicht gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir 9 Schuss, 6 Schuss. 4, 1. Patronenhülse. Ich mach hier noch eine. Ich hatte sie schon gestochen. Mache jetzt dann Pause und dann kill ich das Vieh. Da geht ja noch ein Stockwerk hoch. Das ist seine einzigste Patientin. Doch nicht. Kratzen Sie mich! Bitte! Bitte nur hier! Das Jucken macht mich noch wahnsinnig! Kratz dich selbst? Warte, ich kratz dich. Ich hab gekratzt und jetzt Patronen raus. Oh, das Vieh geht mir auf die Nüsse. Es fliegt mich dauernd an und versucht mich zu stechern. Das Handgelenk hat sie nämlich schon erwischt. Was macht die da? Ah, ein Spind. Ich schau da mal rein. Ich schau noch mal rein. Schießpulver, 2 Patronenhülse und Metallteile. Wie viel Uhr ist es hier? Spät. Mein Bett weg. Mein Bett ist weg. Nein. Naja, dann gehen wir mal zu dem Typen. Noch eins runter, dann muss man hier raus. Hier ging's raus. Okay, auf der Karte zeigt es an. Ja. Also hier hinter. Wenigstens was zu tun. Ich laufe. Verwirrend, also einfach geradeaus, oder? Ne. Wo bin ich hin? Da. Wir fahren mit dem Boot übers weite Meer. Der Prediger oder was auch immer aus dem Weg. Haben Sie ein Problem? Ja, mit dir, Mann. Oh. Er hat ihn einfach erschossen. Hey, Bulle. Diese verfluchten Neuankömmlinge. Das kann ja nicht wahr sein. Vor meinen Augen erschießt er ihn. Und geht weiter. Bericht. Ja, knallharte Jungs. Fischkopf. Ah, da ist Wasser. Okay. Ja, ganz schöne Lauferei hier. Ne? Mit dem Game. Vielleicht war ja auch irgendwas falsch. Wer weiß.
mal eine Runde Boot fahren. Fischmarkt. Bin ich am Fischmarkt? Oh, da ist eine Tür. Fisch, frischer Fisch. Gerade erst ins Netz gegangen, Mister. Ehrlich, lass mal sehen. Ih, sieht aber sonst seltsam aus, dein Fisch. Oh, sorry. Mann, ich will immer X drücken. Linke Maustaste. Jetzt habe ich ihm eine reingehauen. So. Scheiße. Hier kann man wieder schnelles rein. Oh, was ist das hier? Ach, Fischmarkt. Ja, klar. Ach Gott, wie weit habe ich es denn noch? Schon ein gutes Stück. Wären wir mit dem Schiff schneller? Müssen wir ja. Hier. Ja. Nächste Straße. Lassen Sie das! Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, empfindlich. Der hat recht. Der habe ich was getan. Lady. Haben Sie ein Problem? Ja. Sie stehen im Weg. Ja. Ah. So. Wo sind wir? Hier. Gerade rechts. Gerade. Okay. Vorsicht! Da fährt er mir. Verarschen? Kann man da unten durch? Es geht, oder wie? So, stopp. Scheiß das Ruder rum. Hi ho, Piraten! Hier ist ein Anlegesteg. Warte mal, was ist denn hier? Das ist eine Insel. Oh, ich kann nicht anders. Ich muss gücken. Okay. Ah, nein. Ich bin weg. Jetzt habe ich nämlich schon keine Munition mehr. Wie viele waren denn das? Okay, die müssen wir echt keine Munition sammeln. Bevor man sich mit dem oder besser zielen lernt. Gar nicht hin. Zurück. Kann man die auch so einfach niederschlagen? Voll falsch gefahren. Ich wollte eigentlich. Ach so. Okay, dann hier. Wo beginnt das befallene Gebiet und wo hört es auf? Das ist doch die Frage, ich will frei hier. Das ist eine gute Idee, oder? Ah, was war das? Haut los ab! Ganz sicher.
keine Ahnung. Das wäre übel, ich habe keine Munition. Das wäre nicht gut. Deswegen hat er das ja gesagt. Alter Schwede. Okay, wir sind aber hier ganz in der Nähe. Okay, das soll ja hier sein, gell? Jetzt nehme ich das mal zurück, weil mich das ein bisschen stört. Polaris Road. Mindenheim Street. War doch hier, oder? Er hier. Polaris Road. In einem Laden in der Windheim sind südlich der Polaris Road. Südlich der Polaris Road. Winterheim. Südlich der Polaris Road. Kann er nur hier sein. Südlicher geht's ja nicht mehr. Schauen wir mal. Ein Laden. Vorne ist wieder befallenes Gebiet, oder? Okay, ich bin hier aber falsch. Ist das die richtige Straße? Ja. Wo soll hier ein Laden sein? Hier. Okay. Da ist so viel Blut. Ich versuche die Dinger mal zu erschlagen. Ich habe echt zu wenig Munition. Okay, schnell hier Inventar. Neun. Und hier. Zwei Schießpulver, hier nur eins. Aber der Große, den hat es gar nicht gejuckt. Ich baue die hier. Was hat er denn jetzt in der Hand? Idiot. Die auch erschlagen, ich muss es ausprobieren. Es war doch Volltreffer. Alter. Ich schlag die jetzt einfach. Das ist einfacher als...
Ich brauche einen 2-3-Schuss. Okay. Die verschwinden die nicht. Das sind diese Kopffüßler, hä? Ah, er schreckt mich halt nicht so, Wahnsinn. Ich hoffe, das war's jetzt. Nach seinem Aufenthalt bei Dr. Grant zog es der Ladenbesitzer wohl vor, sich selbst medizinisch zu behandeln. Lebt das? Was ist denn das? Diese Blutflecken könnten auf jeden Fall Wildbeester anlocken. Wieso kommt denn diese Musik jetzt? Ich hab doch schon die hier. Jo, servus. Notizen des Landesbesitzers. Ich hab wieder dieselben Träume, und zwar noch realer als zuvor. Ich kann spüren, wie sich diese Dinger anschleichen, mich berühren und dann meine warmen Körper anschmiegen. Ja, pfui Teufel. Im Kopf des Artests dreht sich alles nur um deine Theorie. Aber wer kann mir wirklich helfen? Ich verliere den Verstand. Als ich heute aufgewacht bin, war eine dieser Kreaturen unter meiner Bettdecke. Pfui. Ich habe sie auf den Boden geworfen und bin so lange draufgetreten, bis sie sich nicht mehr bewegt hat. Aber das war kein Traum, sondern schreckliche Realität. Weder Kaffee noch Kokainium. Aha, der kleine Schnüffler hier da. Halten mich wach. Kawil, stehe mir bei. Zweimal wäre ich fast eingeschlafen und sie kamen wieder. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Wie voll macht denn sowas? Ah, das war das Falsche. Shit. Jetzt Bescheid. Was ist das Rote? Rote ist doch für Leben, oder? Ah ja, gut, dass ich es genommen habe. Ich hab Schiss. Wo ist es jetzt hin? Kurze Pause. Echt gruselig. Ey, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Okay. In den Keller gehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Schießkunst war jetzt nicht überzeugend, aber für euch besser geschlagen. Also lasst ein Like da, bin total fertig. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Hopfi.